Servus, Kameraden! Willkommen zurück zu WOT. Ich bin Keule. Wir haben ein Wunschkonzert wieder einmal. Wir fahren zwei entspannte Replays mit Steiner EK12. Glück ab, Kamerad, und vielen Dank fürs Einsenden deiner Replays, dass ich hier ein bisschen was draus machen kann. Ich hoffe, es ist deiner Spielleistung würdig. Und wir setzen uns mal ran an den Foch B. Wir sind auf Stufe 10 unterwegs in einem französischen Autoloter TD. Und wir haben im Magazin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schuss mit jeweils 400 Alpha-Schaden. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ich glaube 400 Alpha-Schaden, 300 und zerdrückte Durchschlag auf Premium-Munition. Zeigt man das leider am Anfang nicht an. Die Franzosen nicht so gern. Also ihr könnt weiterhin Replays einsenden, falls euch das bisher gestört hat, dass ich die meisten Replays noch nicht verarbeitet habe. Es liegt bis mit an meiner Zeit, die mir fehlt. Ich mache immer so oft und so schnell, wie es geht. Ich muss auch mal ein bisschen meine eigenen Replays machen. Also wir haben drauf 120mm Kanone, 257 Durchschlag bei 400 Alpha-Schaden auf Standardmunition. Auf Premium sind es 325 Durchschlag. Das ist nicht unbedingt ein absoluter Top-Wert, aber wir haben halt 6 Schuss im Magazin. Und das macht auf jeden Fall schon mal ordentlich Bums. 65 Durchschlag bei 515 Schaden sind es auf HE-Munition. Und wir fahren hier mit Rationen, wenn wir denn irgendwann mal fahren. Also lieber Steiner EK12 scheint hier ein bisschen zu spät ins Spiel gekommen zu sein. Bin mal gespannt auf die Entschuldigung, die ich hier wahrscheinlich gleich auf dem Kanal sehen werde. Ja, Karte ist Paris. Wir haben im Gegnerteam einen 279, also ein Belohnungsfahrzeug. Ein wirklich starkes Belohnungsfahrzeug. Und mal sehen, ob wir uns mit dem hier gleich noch anlegen müssen. Auch hier wieder das Typische. Es fährt keiner in die Mitte. Ich meine, wir haben nur einen einzigen Aufklärer. Und der treibt sich natürlich lieber hinten auf der freien Fläche herum. Aber hier vorne ist zumindest kein anderer zu verorten. Und deswegen gibt es hier keinen, der irgendwie die Mitte spottet. Theoretisch könnte man, wenn man durch die Mitte ein bisschen Druck macht, dem Gegner ordentlich einheizen. Wenn man das denn möchte. Aber wir sind immer noch nicht im Spiel. Obwohl schon über eine Minute 20 vergangen ist. Man hält sich hier vornehm zurück. Kommt mit einer gesunden Verspätung an. Da schau an, da ist er. So schnell geht's. Im Punkt der Beweglichkeit gibt es natürlich TDs, die ein ganzes Stückchen schneller sind und ein ganzes Stückchen leichter zum Fahren. Aber der VfB hat trotzdem seine Vorzüge, erstmal frontal eigentlich recht stark gepanzert. Kommt nicht so viel durch, wie man dann hätte. Aber wir machen schon ein bisschen blind, ein bisschen den einen oder anderen Schuss. Dann setzen wir da ab. Beziehungsweise gleich ein ganzes Magazin. Einzelteil ist exzellent. Man schaut, wie schnell sich der Kreis nach unten bewegt. Vielleicht mal da links, genau. Da mal einer gegensetzen. Kann man auf jeden Fall machen. Hier zumindest mal einen Schreck einjagen. 1 zu 2 steht, wir haben zwei schwere Panzer verloren, ein GS7 und ein 277. Und der gegnerische Objekt 279, bereits mit einem Kill, Type 5 schwer, eine Kill, Grille 15, ein Grill auf Grille 15. Also ein Kill für die Grille 15. Ja, also ganz so langsam ist er nicht, über 40 km/h sehen sich hier locker aus, auch wenn man den einen oder anderen Baum da eine Entwurzelungsbehandlung vorschlägt. Trotzdem kann man hier gar nicht mal so schnell fahren. Also eben über 2000 Schaden mit dem Autoloader austeilen, das ist schon eine ziemlich gemeine Sache. Wir sind auch direkt auf Premium-Munition gegangen. Kann man auf jeden Fall machen. Da gibt es auch gleich den ersten Schuss für den E3. Gleich den nächsten hinterher. Noch einen hinterher. Lädt schnell nach, das Ladesystem. Kette zerstört. Und da ist er auch schon raus. Der 110 E3. Artillerie da hinten. Super Conqueror. Conqueror GC. Hat sich da eine sehr offensive Position ausgesucht. Würde ich mir wahrscheinlich dreimal überlegen. Und den letzten Schuss nicht verschwendet, sondern 467 Schaden am Typ 5 schwer gemacht. Type 5 schwer gemacht. Über 2000 Schaden mit dem ersten Clip. Beziehungsweise mit dem zweiten Clip, der erste ging ja blind irgendwo in die Walachei.
Und damit steht es 2 zu 5. Also nicht komplett alles verloren. Ja, sieht gar nicht mal so übel aus. Suchen Sie eine Position, von der aus wir, sagen wir mal, zumindest erstmal unseren Ladevorgang zu Ende machen können. IS-7 auf der linken Seite könnte tatsächlich gefährlich sein. Ist auch nicht ganz so leicht zu erschlagen. Es sei denn, wir haben Premium-Munition drin, so wie in diesem Fall. Ah. Der große Vorteil, wenn man mit APCR spielt gegenüber Heat, also bei Premium-Munition, ihr kommt auch das Kettenrad. Und wenn ihr die Kette zerstört, könnt ihr trotzdem Schaden machen. Das ist bei der Heat nicht unbedingt der Fall. Jawohl, IS-7 kann seine einschenken, aber geht dann am Ende trotzdem raus. Und wir haben wieder einen Schuss übrig. Auch der wird wieder nicht irgendwie versemmelt, sondern er wird gleich in den einen oder anderen Gegner investiert, der sich darüber mächtig freuen dürfte, dass er nochmal mitspielen darf. Aktuell kein Schaden geblockt. 3943 Schaden haben wir schon gemacht. Nein, wir laden lieber einen neuen Clip nach. Kann man natürlich auch machen. Bewegen uns hier ein bisschen außerhalb der Reichweite von gegnerischen Fahrzeugen. Zum Beispiel vom Objekt 277. Wenn wir gleich nachgeladen haben, können wir dem wahrscheinlich ordentlich eine einschenken. Oder wir nehmen den FV zuerst, dass sich das gleich an der Ecke auftun wird. Da ist er. FV hat die gefährlichere Kanone. Das gefährlichere Fahrzeug allerdings ist der da. Noch ein. Noch ein. Jawohl. Ne, da kriegen wir keinen Schuss drauf. Zumindest nicht aus der Position. Aus der allerdings schon. Zwei Kills ineinander. Schön. Damit steht es 10 zu 9. Üble Kanonen allerdings immer noch im Spiel. Da gibt es mit dem Jagdpanzer E100. Und auch die Artillerie vom Gegner ist noch am Leben. 20 Schuss haben wir insgesamt noch. Das heißt, es gehen sich auf jeden Fall noch drei Clips aus. Und ein bisschen was in dem vierten Clip, wenn man denn möchte. Können wir versuchen, uns zu wenden? Nein, brauchen wir nicht. Die IS-4 holt sich den Jagdpanzer E100, da hinten haben wir die Arti. Elf zu 11, Gegner können die ja hervorragend ausgleichen. 279 hat sich da die Mühe gemacht, den einen oder anderen Schuss abzugeben. Hat auch gleich mal die Seite gewechselt, also in puncto Mobilität gibt es auf jeden Fall schwere Panzer, die recht flott unterwegs sind. Das 279 gehört auf jeden Fall dazu. Die ist nicht ganz so schnell wie ein 277, aber es reicht auf jeden Fall, um zumindest auf einer Startkarte mal eben die Seite zu wechseln. Mobilität und Feuerkraft nach wie vor das A und O. So, wo ist der FV? Ja, gleich sehen, ob er hier jemanden rausnimmt oder nicht. Wir schicken die anderen vor, natürlich. Da ist der FV, holt sich unseren IS-4, da wir gehen dann direkt mal drauf, zack, Treffer Nummer 1, Treffer Nummer 2, Treffer Nummer 3 und tödlicher Treffer Nummer 4, 7068 Schaden gemacht, 15 Schuss Munition auf Premium haben wir noch, danach müssen wir Standard oder mit HE weiterspielen und wir haben über 580 Schaden aufgeklärt, bisher noch nichts geblockt. Wird hoffentlich gleich noch passieren, wenn wir noch ein bisschen Beschuss bekommen. 279 noch übrig und ein EBA 105 sollte normalerweise eine recht eindeutige Sache sein, aber wir sind in der Stadtkarte und wir sind auch auf diesem Stadtbereich, also alles von D-Linie auf abwärts ist eher Stadtbereich und da hat die IS-7 nicht die großen Nachteile gegen das 279 und wir haben mit unserer Kanone zumindest massive Vorteile gegenüber ein Objekt 279. Beim EBR 105 sieht es ein bisschen anders aus. Da hinten ist er. Hat uns auch gleich mal aufgemacht. Wenn die jetzt zusammenarbeiten, sind wir normalerweise sofort raus. Dürfte es normalerweise kein großartiges Geplänkel geben. Sondern das Ding ist, glaube ich, recht schnell erledigt. Da kommt er. Treffer. Und tot. Ja, wenn man seine Mobilität nicht ausspielen kann, die man normalerweise gewöhnt ist, ist man halt blöd. So, wir haben noch 4 Schuss im Magazin mit jeweils 400 Schaden. Das bedeutet 1600 Schaden müssen wir machen.
Oder können wir machen. Und wir müssten mindestens 1500 Schaden machen. Das heißt, auf das Objekt 279 müssen wir aktuell alle Schüsse anbringen. Alle müssen durchkommen. Alle müssen mindestens, also ganz knapp unterm Alpha-Schaden sein. Bin gespannt, ob das funktioniert, um das Ding hier noch an uns zu reißen. Da an die Seite, da kommen wir natürlich durch. Da an der Seite kommen wir natürlich auch durch. Vom Frontal nicht ganz so einfach, aber die Kommandantenkuppe geht. Und die geht auch beim vierten Schuss. 4340 Schaden gemacht, nichts geblockt. Leider 587 Schaden haben wir aufgeklärt. Und wie ich mir das schon gedacht habe, das Objekt 279 schießt nur mit Premium-Munition. So spät im Spiel denke ich mal, dass da auch nur Premium-Munition dabei ist. Ist nach wie vor so ein bisschen ein Manko, was ich bei den Fahrzeugen sehe. Die sind halt ja mit Premium-Munition only unterwegs. Finde ich ein bisschen schwach für so einen extrem starken Panzer. Gucken wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Fettes Victory auf jeden Fall. Es gibt ein paar nette Sachen auf der rechten Seite, unter anderem Medal Walters. Wir haben 7 Anleihen eingeholt, also 8 Kills haben wir geholt. Wir haben insgesamt 10.099 Schaden gemacht. Das heißt, wir haben auf die Grille 15 auf jeden Fall einen ordentlichen Schuss angebracht. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. 1500 Schaden haben wir auf den, auch mal auf das Objekt angebracht. Grill haben wir vorhin wahrscheinlich einmal getroffen mit 368 Schaden. Und ja, im Großen und Ganzen richtig gut gefahren. 1663 Basis-XP geholt, als letztes Fahrzeug überlebt, auf jeden Fall stark. Wir haben 85.000 Miese gemacht. Es ist halt ja, der große Nachteil, wenn man nur mit Premium-Munition oder mit Premium-Munition unterwegs ist. Aber es war mit Sicherheit der Garant dafür, dass wir hier das Spiel gewonnen haben. Ansonsten wären wir mit Sicherheit, hätten wir unsere Probleme gehabt. 33 Schüsse abgefeuert. 29 haben getroffen, 28 haben durchschlagen. Wir haben 1115 Schaden über 300 Meter gemacht. Sind 2 Kilometer gefahren in 8,5 Minuten. Auf jeden Fall richtig, richtig gut gefahren. Ich würde sagen, wir gucken uns allein schon deswegen noch eine zweite Runde an. Mit dem lieben Sterner EK12 und gucken mal, was er auf deutschem Metall zustande bringt. Bis gleich. Jawohl, noch eine Runde Spannung, Spaß und Abenteuer mit Sterner EK12 im Rheinmetall-Borsig Waffenträger. Ein deutscher TD auf Stufe 8. Wir sind gegen 10er, 9er und 8er gematcht. Das können wir auf jeden Fall ja, irgendwie umsetzen. Wir haben drauf die 128 mm Kanone mit 246 Durchschlag, 490 Schaden auf Premium-Munition, 311 Durchschlag bei 490 Schaden und auf HI 65 Durchschlag bei 630 Schaden. Ich empfehle bei so einer Konstellation grundsätzlich als erstes HI-Munition zu laden. Okay. Meine hellsicheren Fähigkeiten sind einmal mehr gefragt. Überweist mir alle 100.000 Euro auf mein Geld, auf mein Konto. Gebt mir viel Geld. Danke. So, Kontoüberstand werde ich nachher überprüfen. Vielen Dank fürs Überweisen an alle, die mir jetzt zugehört haben. 6 Schuss HE, 16 Schuss Standard, 8 Schuss Premium. Auf jeden Fall eine Konstellation, mit der man hier umgehen kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt, hier eine zweite auszuwählen, nehmt ein bisschen mehr Premium mit und ein bisschen weniger Standardmunition, falls es wirklich gegen Zehner geht, die wirklich schwer sind. So wie wir es gerade eben schon gesehen haben, 279 ist ganz schwer zu durchschlagen mit Standardmunition. Wo geht der erste Schuss hin? Das ist immer die große Frage. Man trifft halt, warum lade ich als allererstes HE oder warum macht das auf jeden Fall Sinn? Ihr habt da drüben einen Leopard 1, wenn der eine HE-Schelle kriegt, da ist auf jeden Fall erstmal Essig mit irgendwie hier großartig herumfahren. Oder wenn ihr drüben irgendwo einen Aufklärer seht, wenn ihr im Gegnerteam seht, dass da Panzer sind, die eh leicht gepanzert sind. Scharfhuter zum Beispiel. Standard B in Skoda, ein SDG, ein CDA und natürlich der Aufklärer. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, dem erstmal eine HE-Schelle einzuschenken. Da freut er sich, dass er ein bisschen mitspielen darf. Und ist auch nicht mehr ganz so aktiv. Das heißt, die ganzen ADHS-Kinder mit ihren Stufe 10 Panzern haben da eher ein Problem. So muss das sein. So. Da hinten geht es schon ordentlich zur Sache. Wir haben allerdings nur einen Leopard 1 und einen IE Phase 1. Und jetzt auch einen TVP VTU, die wir da unterstützen können. Das ist natürlich nicht so toll. Wir wechseln auch die HE-Granate wieder raus und legen eher Premium-Munition ein. Denn der VZ 55 ist gar nicht mal so einfach zu durchschlagen. Dann wären wir tatsächlich ein bisschen unsere Probleme gekommen. Rücken wir weiter nach vorn. Wichtig ist hier aus der Sichtweite der anderen Panzer zu bleiben. Das heißt, wir müssen uns recht weit hinten reinstellen auf die Einserlinie.
Ganz sicher nicht, weil wir vor. Oh, da haben wir bereits jemanden. Leopard 1. Oder den VZ. Können wir uns quasi aussuchen. Also rein mit der Bursi Waffenträger dürften die meisten wissen. Heißt natürlich auch, dass es hier in puncto Panzerung nichts zu erwarten gibt. Wir werden auch gleich hier die letzten Panzer da hinten verlieren. Deswegen hat Steinerjäger 12 hier recht schnell erkannt, dass es keinen Sinn macht, sein Fahrzeug davon irgendwo zu parken. Sondern wir werden es hier trotzdem zurückziehen müssen. Und die übrigen Feinde aufrücken lassen. Der Rückzug geht natürlich immer deutlich schneller als der Gegenstoß der Feinde oder des Gegners. Von daher müsste normalerweise jeder, der halbwegs eine vernünftige Mobilität hat, und das sind ja fast alle Panzer, hier wieder rauskommen. 0 zu 2 steht es trotzdem schon. Wir haben schon einen schweren Panzer verloren. Den Phase 1 und auch den Skoda T50, also zwei Neuner. Die werden auf jeden Fall, die tun auf jeden Fall weh. Und die wären eigentlich schon wichtig gewesen. Anbringen. Jawohl. 122 TM holt sich 491 Schaden. Durch die Wanne. Gleich noch einen hinterher. Auf dem VZ 55 472 Schaden. Er wählt die Ziele ungefähr danach aus, wer sich hier locker den Schuss einfangen kann. Am Schluss wird dann geschossen auf Panzer, die aber mal One-Shot wären, damit zumindest die Kanone raus ist. Macht es natürlich dann wieder ein bisschen einfacher. Da haben wir einen Scharfhutor, sieht man schon an der Silhouette. Kommt auch gleich wieder raus. Keine Ahnung, wo der Schuss hingegangen ist. Irgendwo ist nirgendwo. Es steht 0 zu 4. Das Ding läuft gerade nicht so in unsere Richtung. Jetzt 4-1. Da haben wir uns das Objekt 907 geholt. Wäre tatsächlich meiner Meinung nach das gefährlichste Fahrzeug gewesen. Solange wir kein anderes Belohnungsfahrzeug haben. Ja. Hier noch mit 2 Zähnen unterwegs, da geht nur noch mit einem. Auch wenn es 3 zu 5 steht, ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Und jetzt steht es 3 zu 6, das ist dann wieder nicht so doll. Also die Geisteszustände wechseln hier von einer Seite zur anderen. Jetzt kommt halt der große Nachteil, den die Karte so mit sich bringt. Man kann von hinten extrem gut verteidigen, sich extrem gut verschanzen. Deswegen ist es hier nicht so einfach für den Gegner, uns da unter Beschuss zu nehmen. 1626 Schaden haben wir schon gemacht, natürlich nichts geblockt. Grund dafür hatte ich vorhin schon erklärt. Schwerer Kampfpanzer 50 Tonnen, 100 Scharfhutor. Durchs Kettenrad Schaden gemacht, man hat es gerade eben gesehen. Er geht dabei natürlich auf, aber er hat auch gezeigt, dass man das Fahrzeug zum Stoppen bringt und trotzdem Schaden machen kann. Riesenvorteil, denn der Gegner kann hier zeigen, das eigene Team kann hier halt quasi auf die Fahrzeuge schießen, die wir angehalten haben. Patriot kriegt eine eingeschenkt. Wir haben natürlich eine schlechte Sichtweite, das muss man mit dazu sagen. Das Fahrzeug wahrscheinlich ausgestattet mit einem Ansetzer, gehe ich mal auf jeden Fall von aus. Alles andere macht auch keinen Sinn. Und was ist sonst noch eingebaut? Das würde mich mal interessieren, wenn du das Video siehst, vielleicht mal kurz dazu schreiben. Da drüben Leopard 1, entlang. Jawohl, da. Zu forsch gewesen, noch Full Life. Den werden wir gleich mal ordentlich ins Gebet nehmen. 471 Schaden. Low Roll sozusagen. Gleich noch einen eingepflanzt. 534, ein High Roll. Und den Kill holt sich jetzt jemand anders, denke ich mal. Jawohl. VTU mit dem Killshot. 8 zu 7, der Gegner hat versucht, über die richtige Seite zu drücken, war aber am Ende die falsche Idee oder die falsche Wahl. Wir sind bei 3667 Schaden ausgeteilt und 1035 Schaden. Aufgeklärt, wie gesagt, ein Punkt der Panzerung. Bitte nichts erwarten. Die Kiste ist weich wie Hüttenkäse, kommt jeder durch, der was Größeres hat. Also Schneeball, da habt ihr keine Chance, da seid ihr nicht sicher in der Kiste. Ist halt ein typisches zweite Reihe Fahrzeug, ein Unterstützer, ein Flankenfahrer. Obwohl er für die Flanke, würde ich fast sagen, ist es einfach. Okay, die richtige Richtung geschossen, leider mit der langsamen Munition. Und noch dazu nicht richtig vorgehalten. Kann man auf jeden Fall machen. Standardmunition, 246 Durchschlag, 920 Meter pro Sekunde. Das ist nicht besonders flott. Auf Premium-Munition 1150 Meter pro Sekunde. Dieselbe Kanone gibt es
auch auf anderen Panzern noch zu bestaunen, unter anderem auf dem Skorpion G und auf einem VK 4502B, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und Lara auf der Maus müsste da zum Schießen sein. So, SEG noch am Leben, ein Skoda T50 noch am Leben. KV4, Standard B, LHM TV. Auch hier wieder keine Artillerie dabei. Es macht das Leben auf jeden Fall deutlich angenehmer. Man braucht nicht jedes Mal in Deckung gehen, wenn irgendwo die Lampe aufgeht. Sondern es reicht, wenn man irgendwo kurz in Deckung fährt, dass man zumindest nicht von den Flachfeuerwaffen beschossen wird. Die ganzen Artilleriegeschütze, die würden einem dann natürlich wehtun. Das wollen wir nicht. So, festgefahrene Situation. Obwohl die Aufstellung insgesamt eigentlich gepasst hat. Man sieht, ein Aufklärer und zwei TDs pro Seite. Ist auf jeden Fall was, womit ich leben kann. Aber trotzdem traut sich hier keiner so richtig nach vorne. KV4 offen. Jetzt fahren wir hier in eine Position, von wo aus wir irgendwie über die Gleise schießen können, damit wir zumindest dem Russen da drüben mal die richtige Ladung verpassen können. Klingt ein bisschen komisch, den Russen die richtige Ladung verpassen, als wären wir in irgendeinem Porno. Naja. So, wir haben genügend Munition dabei, noch zumindest einmal blind hier reinhalten. Absolut sinnvoll, es steht 10:8. Den Kill am KV4 holt sich unser VK-100-01P, der ja trotzdem nicht nach vorne rücken wird, denn von dem ist nicht mehr viel übrig. 184 HP hat er noch. Ist natürlich zu wenig. Zwei Blindshots reingehauen. Gleich noch einen dritten hinterher. Jawohl. Steinecker 12 weiß genau, was er macht. Ist nicht das erste Weeble von ihm. Kamerad immer recht forsch und ordentlich unterwegs. Fahrzeuge ordentlich getarnt, so wie sich das gehört. Ah, sieht schick aus. Kann man auf jeden Fall so machen. Unten über die J- und K-Linie ist Druck gemacht worden. Jetzt geht es über die 890 nach oben. Wie gesagt, zweite DS hat der Gegner noch. Einer davon mit einem guten Tarnwerkstrittswagen 103-0. Kann man nicht so. Eingezählt sind wir, wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, der könnte da ein bisschen Licht machen, wäre das toll. Der Rast zum Beispiel hat eine extrem starke Sichtweite. Aber es fährt das Objekt 140 nach vorne. Da ist er. Gib ihm. SDG 502, leichter Highroll. Roll. 11:8 sieht nicht so übel aus. Auch wenn wir gleich unseren Barast verlieren, so wie es aussieht. Hier links, der hat schon wieder zwei Schüsse abgelassen und fährt schon weg. Okay. Das geht. Hier aktuell noch ohne Schaden. Also ohne HP, die wir verloren haben. Jetzt ziehen wir hier den Riemen ein bisschen enger und damit auch zu und geben dem Gegner hier die Möglichkeit, würdevoll zu sterben, sozusagen. Kommt denn da? Fahr zurück. Kette gezogen. Nimmt den jemand raus? Nicht so richtig, doch. Objekt 140, Stritzwagen 103 holt sich den TVP VTU. Jetzt wissen wir auch, wo der Stritzi irgendwo herumsteckt. Amix CDA 105 kriegt gleich noch von hinten eine eingeschenkt vom Borask. Den Kill allerdings holen wir uns mit 187 Straßenbande, ne? Und den Stritzwagen holt sich der VZ55. Also, im Großen und Ganzen das Fahrzeug so eingesetzt, wie es gedacht ist, nämlich als Unterstützer. Wir haben 4.356 Schaden gemacht, 1.735 Schaden haben wir aufgeklärt, geblockt haben wir nichts, es wurde auch nie auf uns geschossen. Wir haben eine Confederate bekommen, keine Anleihen, bisschen Gedöns, auch ein Ämmchen ist dabei. Sneaky Little Fredchen, warum nicht? Wir haben 1.335 Basics-XP geholt, reicht auf jeden Fall, um ein M drauf zu malen. Wir haben 6.500 Miese gemacht, aber das ist ja egal. Erstens ist dein Konto, zweitens, ich habe ein geiles Replay. Bibim! 21 Schüsse abgefeuert, 12 getroffen, 10 durchschlagen, starker Wert und über 300 Meter, 3000 Schaden, typischer Sniper. Zweite Reihe ist einfach mal da, wo er hingehört.
Jetzt zum Schluss haben wir ein bisschen die Mobilität ausgespielt, wenn man davon reden kann, aber im Großen und Ganzen das Fahrzeug so gefahren, wie es konzipiert wurde und von daher alles richtig gemacht. Das Ganze hat 11 Minuten gedauert und war wie immer ein absolutes Fest, dir zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst Bescheid, draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.